stehe vorm Gartentor. Bis hierhin habe ich es geschafft. Das letzte Mal, dass ich hier war, war einmal, meine ich, zum Erbsen gucken, naschen, wie auch immer. Ansonsten das, was ihr im letzten Video gesehen habt. Weiter bin ich nicht gekommen. Vielmehr konnte ich nicht da sein. Dennoch möchte ich euch irgendwie auch mit meinem neuen Blickwinkel in einen Gartenrundgang entführen, der auch mich überraschen wird, da bin ich mir sicher. Ein bisschen hier im Garten sein, mal gucken, was sich so getan hat in den 2 Wochen und sich daran erfreuen. Seid ihr mit dabei? Seid herzlich eingeladen. Ich verschwinde hinter die Kamera und wir düdeln mal im Garten. Ja, das macht schon einen dschungeligen Eindruck hier vorne. Das gefällt mir ganz gut und ein paar Sonnenblumen sind ein bisschen größer geworden. Ein bisschen ist gut, also fast so groß wie ich. Und überall ist was zu entdecken auf jeden Fall. Auch, dass sich hier der Kürbis breit macht. Jetzt ein bisschen mehr zu sehen hier. Ach, schön. Ja, lass uns einfach mal entdecken. Ich mache hier keine Rundreise, wie ihr es gewohnt seid, sondern ich schaue mir nur mal an, was so überraschend Neues ist. Und letztendlich dürft ihr den Rest selber genießen. Wow. Wow. Oh, wie schön. Das war gerade ein Dompfaff. Habt ihr den gesehen? Und da hängen Tomaten. Ja, und die erste Lemon Queen hier rechts sehe ich gerade. Ja, gucken wir hier mal durch. Richtig viele Erbsen. Oh, das ist schön. Ja, da komme ich auch nicht drum rum, gleich mal eine zu naschen. Das geht ja nicht anders. Dann nehme ich mal die hier vorne. Wow, sind die prall. Einfach bei uns aus dem Biozentrum habe ich eine Packung Erbsen geholt. Nicht jetzt irgendwie extra Saatgut, sondern ganz normal, was ich da so vorfand in Bioqualität. Und das sind die. Und die sind auf jeden Fall lecker. Und echt ganz schön weit und prall hier. Boah. Komm nicht ran. Lecker. Ja, hier hängen auf jeden Fall jede Menge Tomaten. Schaut mal her. Da unten. Wow, hier ist echt eine krasse Vielfalt unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich bin völlig reizüberflutet. So sieht es hier vorne aus, dass ihr das nochmal auf dem Schirm habt, ordentlich. Und auch hier die rote Gartenmelde, die ist auch ordentlich unterwegs. Ja, lass mal weiter gucken, was sie so getan hat. Also ich fand den Ausblick hier rüber gerade richtig krass. Wow. Wie sich so ein Garten selber trägt, wenn ich nicht da bin. Ja, überhängen irgendwie Tomaten zwischen. Darf ich beobachten, wächst alles wild. Ich habe auch alles voll mit der, wie heißen die noch aus Frankreich? Weiß ich nicht mehr, den Namen habe ich gerade nicht drauf. Hier auch alles voll mit Erbsen. Da werde ich gleich noch ernten gehen. Hier die wilde Karde hat wohl ein bisschen, schon gut Blüte gelassen. Die ist so gut wie durch. Da habe ich wohl das meiste verpasst. Aber so ist das. Wie sieht es denn hier mit den Zucchinis aus? Da ist nichts zu sehen. Da war doch eine noch am Wachsen. Ist ja merkwürdig. Ja, vielleicht war da wer bei. Kommt schon vor hier. Aber echter Hammer, ne? Guckt euch das an. Hat alles seinen Platz gefunden. Wow. So, dann würde ich doch mal sagen, hier vorne kann ich noch mal ein bisschen gucken. Da hat sich's aber gut ausgeblüht, was die Phacelie angeht. Jede Menge Saatgut, was man da abzupfen könnte. Ja, ich sehe auf jeden Fall, was ich angehen würde, wenn ich jetzt hier, man könnte echt Kraft einbringen. Also hier ist ordentlich was los. Die Goldrute, wow. Guck mal. So habe ich mir das vorgestellt, dann hier irgendwann zu sitzen. Oh, die Frequenzen. Wollt ihr mal ein Stückchen näher ran? Oh, jetzt kommt ja noch die Goldrutensonne raus. Definitiv ein Sonnenkraut. Wow, hier ist richtig was los. Richtig voll.
Wespen, Käfer, Fliegen, Wildbienen, Honigbienen habe ich jetzt gerade noch nicht gesehen. Die sind aber schon auch irgendwo zwischen. Ja, da unten fliegen sie. Holt euch die in den Garten. Ich kann es nur weiter empfehlen. Richtig schön. Da haben sich gerade die Bienen bedankt. Ich hocke noch hier drauf, beziehungsweise stehe. Und das bereitet mir echt richtig Freude hier gerade. Wow. So, hier vorne gibt es dann noch einmal Schafsgarbe. Die hat sich bei mir mittlerweile auch breit gemacht. Jede Menge andere Pflänzchen. Hier hat aber das meiste so ein bisschen ausgeblüht. Dennoch so genug Spielraum für alle möglichen Tiere. Und so soll es sein. Schön bunt, schön vielfältig. Und die Königskerze sehe ich gerade, sie blüht. Ah, herrlich. Ja, schauen wir mal weiter. So, jetzt geht es für mich mal weiter. Ja, hier alles vernachlässigt. Tomatenpflanzen gar nicht durchgekommen. Das ist so der Blick hier runter, leider. Jo, Kartoffeln haben Blüte bekommen, das freut mich. Ja. Also für Lebensraum ist hier auf jeden Fall zu Genüge gesorgt, auch für die Vielfalt. Klar gab es hier einige Ecken, die dieses Jahr nicht so. Ja. Die Zuneigung bekommen haben von mir, wie es eigentlich vorgesehen war. Aber die Dinge kann man nicht immer beeinflussen, ne? Aber hey, ich muss sagen, jetzt wo ich hier stehe, macht das echt was mit mir. Also sehr, sehr positiv. Also ist jetzt nicht die Heilung, die ich gerade bräuchte für mein Herz. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl. Boah, was hier alles zwischen ist, ne? Spitzwegerich macht sich weiter breit. Hier ist Klee, hier sind auch noch Tomatenpflänzchen zwischen, Kohl. Ja, wow, echt. Ja, das war so ein Gebiet, da habe ich immer angebaut, dies Jahr das erste Mal nicht. Aber es ist, wie es ist okay. Kann ja nichts dran ändern, kann mich darüber ärgern. Aber ich kümmere mich darum, dass ich mich auf das Positive konzentriere. Oh, eine schöne Ringelblume da unten. Ja, mega. Guckt euch das an. Ja, und ich finde, das Kiholbeet ist auf jeden Fall sehenswert schon auf der Ferne. Oh, ey, wie schön hier. Am liebsten würde ich es so lassen, aber es gibt halt die Regeln hier. Es tut immer mehr weh, irgendwie den Lebensraum dann wieder zurückzuschneiden und Co. Ja, wow. Bin gespannt, wann hier die erste Blüte kommt. Ja, oh wow. Was für eine Farbenpracht. Na, seht ihr das schon da in der Mitte? Wenn er nicht weggefuttert wird. Und hier auch alles voll Erbsen, ne? Da unten Möhren, Kohl, dicke Bohnen. Ja. Wow, echt wild hier. Ich mach nochmal einen Fuß rein. Denn so eine Erbse, die passt immer rein, Leute. Ich habe so wenig Rohköstliches zu mir genommen dieses Jahr. Das tut auch echt weh. Da grätscht mir meine Essstörung dazwischen und die Gesamtsituation. Ich bin froh, wenn ich irgendwas esse. Also ich habe so wenig bisher aus diesem Garten gezogen. Das ist definitiv mein Katastrophenjahr in der Selbstversorgung. Teilselbstversorgung, wie man das betrachten möchte. Ja, und deswegen bin ich froh, wenn was geht, echt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie wichtig das für mich ist. Und Erbsen, das kriegt mich meistens immer. Ja, und jetzt habe ich das hierher geschafft, mal das erste Mal. Oh, von hier sieht das auch schön aus. Kann man schon mal den Blick schweifen lassen und das ein oder andere entdecken.
Bananenjahre gab es bisher noch nicht, weil jedes Mal fehlte da die Luft dann für. Und so ist das. So, ich wollte was fordern. Es gibt so unfassbar viel Power. Mit dem, was ich da vorher an Liebe reingesteckt habe, da habe ich jetzt gut von. Oh, wir sehen. Guck mal, dass sie das schon mal. Oh ja, da tut sich was. Riesig. Echt. Solche tollen Blätter. Ja, hätte ich alles gerne also am Foodtrading-Stand angeboten, aber dadurch, dass ich hier nicht sein konnte, konnte ich mich natürlich auch nicht darum kümmern. Da nehme ich noch ein paar mit. Wow. Das ist ein Ansporn. Das muss ich jetzt heute gar nicht so viel mitnehmen. Aber auf jeden Fall fürs Wiederkommen am Wochenende wieder das dann höhere Chancen, muss ich jetzt sagen. Bin froh, dass ich da ja mal wieder den Mut zusammengekriegt habe, hier aufzukreuzen. Im Moment habe ich auch so weit Ruhe, dass ich das kann. Bis auf den einen oder anderen Zug, der hier vorbeiflitzt, ist echt sehr aktiv gerade. Dann mache ich halt die Unterbrechung. So, es gibt aber noch viel mehr im Garten zu sehen, außer das, ne? Können wir einmal nochmal nach hinten tingeln. Ja, und das mit der Weide kann ich nach wie vor empfehlen. Ein super Holzlieferant. Ich habe da zuletzt ein Video gemacht, wurde kaum gesehen. Und oha, jetzt habe ich die Äpfel entdeckt. Aber zurück zur Weide. Ich habe fürs Tomatendach ein bisschen rumgewerkelt. Es war ja so gewünscht, dass ich mal in die Aktivität gehe in den Videos. Und generell war das nicht so oft möglich, weil ich einfach da für mich sein wollte. Und jetzt hatte ich euch mal mitgenommen und dann wird das nicht angeguckt. Da braucht es euer Mitwirken. Das war der dritte oder vierte Zug, seitdem ich hier bin. Ich bin erst ein paar Minuten da. Ganz merkwürdig. Ich sage ja Truman Show bei mir. So, zwei lasse ich noch mal übrig. Hier sieht es echt toll am Apfelbaum aus, ne? Das ist jetzt eher so die wenig tragende Seite. Aber dafür hängt da echt eine Menge dran. Und der sieht rundum gesund aus. Ich kann da nicht großartig was Krankes entdecken. Der sieht richtig gesund aus. Und wir hatten ja ordentlich Sturm. Und ich dachte, diesmal werden wir die ganzen Äpfel wieder verlieren. Oh, guckt euch das an. Da! Und das ist hier nur so ein Eckchen, ne? Egal wo ich hingucke, da hängen Äpfel. Wow, hier so wie Trauben. Ja, ich hoffe, das darf so weitergehen. Scheint ein Apfelbaumjahr zu sein. Aber ich habe dieses Jahr auch echt gute Energien reingegeben. Schauen wir mal weiter. Oh, toll. Ja, liegt kaum was am Boden, das war sonst anders. Und für die Stürme. Echt, egal wo man hinguckt, gibt überall so kleine Dreier-, Vierer-Grüppchen. Könnt ihr selber sehen. Echt der Hammer. Ja, so, aber da vorne ist der Weg versperrt. Da kommen wir nicht durch. Da braucht es erstmal Wirken. Meinerseits arbeite ich mich noch hin. Das ist eine Frage meiner Gesundheit und der äußeren Umstände. Und ich bin so froh, überhaupt hier zu sein, weil mich die ganzen letzten Tage meistens Depression bis starke Depression verfolgen, ganz wenig Momente am Tag, wo es mir gut geht. Deswegen das, was ihr gerade mit mir erleben dürft, ist auch wieder so eine kleine Ausnahme. Hätte nicht gedacht, es ist immer noch schwermütig, dass ich überhaupt irgendwas drehen kann. Ich wollte heute Morgen schon los, jetzt haben wir 6 Stunden später. Ach, über 6 Stunden, 7, 8. Ich wollte um 7, 8 wollte ich hierher. Ja, weiß nicht, was hier hinten los ist. Auf jeden Fall jede Menge Spinnenweben, in die ich reinlaufe. Hier hat sich nicht so viel getan. Ja, hier die Weidenhöhle, die braucht noch Liebe. Bin ich auch nicht weitergekommen. So, und was wuchs hier vorne noch? Ja, Tomate, Gurke. Der hat sich über die Steine aufgemacht. Tupi und so. Ja, echt wild hier hinten, ne? Also ich weiß natürlich, wie es aussieht. Oh, das ist ja eine schöne Kapuzinerkresse. Wow. Hier, guckt euch die mal an. Die sind mal echt hübsch. Ja. Gut, weiter geht's. Ja, hier ist natürlich überall wild. Ich glaube, Specials gibt es jetzt hier nicht zu entdecken. Nein. Ist relativ unberührt. Ich hatte auch Angst, ob hier wieder wer war. Das begleitet mich ja all die Jahre schon, dass ich hier regelmäßig Besuch hatte. Also Besuch in Form von irgendwelche Leute, die hier waren, ob vereinzelt oder mehrfach, die sich dann hier aufgehalten haben. Dann sah man die Zigarettenstummel hier rumliegen mit Filter.
etc. Und die kamen nicht von meinen Gästen oder mir. Und auch hier hinten Aschenbecher war geklaut und so. Ja, und ich habe genug durch da. Leute, die irgendwas kaputt gemacht haben, geklaut haben und so. Und deswegen schwang da natürlich eine gewisse Angst mit, ne? Ja, hier hinten sieht alles super aus. Das ist so der Blick runter und jetzt hänge ich oben am Ast fest. Na gut. Hier liegen auch noch vereinzelt noch ein paar Mirabellen. Aber ich glaube, die hat es beim Sturm und beim regenschwachen Wetter dann doch runtergeholt. Oder? Oh, ein paar sehe ich hier noch hängen. Also Mirabellen, das sieht gut aus. Da dürfte ich irgendwann noch mal Glück mit der einen oder anderen haben. Mehr als Naschen brauche ich auch nicht. Ja, es verändert sich alles bei mir. Ich bitte weit um Geduld. So nach und nach wird sich das lüften. Ich muss ja auch erstmal irgendwie Raum finden und überhaupt ja auch die Stimmung. Ja, ich bin nicht so scharf aufs Aufklären. Wirklich nicht. Aber für den Gesamtkontext ist es wichtig und auch letztendlich damit vor allem ein bisschen einfacher ist. Denn durchs Verstehen geht eine Menge. Und ich werde hier sehr oft sehr missverständlich betrachtet, nur weil man schnell beurteilt und urteilt über mich und sich irgendwelche Sachen ausmalt über das, was ich gesagt habe. Ja, und das führt zu Schwierigkeiten. Und deswegen, ich kann nochmal an die Geduld appellieren, da ein bisschen nachsichtig mit mir zu sein, dass es alles Zeit braucht. Und die werde ich mir nehmen. Aber jetzt geht es um meine Gesundheit und überhaupt um meine Zukunft und die des Anhangs. Alles, was ich da so erzählt habe, jetzt lenkt mich hier diese Wildbiene ab. Die lieben den Klee. Und der Klee erinnert mich gerade daran, dass einige liebe Menschen mich unterstützen, mich erhört haben. Egal auf welcher Ebene, ne? Also, aber ich spreche jetzt natürlich gerade an, was ich so meine, was mich postalisch erreicht hat oder ja, via Überweisung etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Vielen lieben Dank dafür. Warum hat gerade der Klee mich dran erinnert? Weil mir auch jemand Kleeblätter, vierblättrige, mitgeschickt hat. Und ich bin noch so baff von allem, was mich da erreicht hat. Es hat auf jeden Fall geholfen im letzten Monat und jetzt auch im Übergang. Ich bin jetzt die nächsten Wochen einigermaßen aufgestellt, stehe aber nach wie vor noch so in der Lebenssituation, wie ich es berichtet habe. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich habe da Ideen, Sachen, die ich machen möchte. Ich habe da auch schon ein bisschen was gebastelt, könnte man sagen, gemalt, hier für einen regionalen Aushang. Das war aber eher so ein Brainstorming. Mal gucken, ob es so bleibt oder ob ich das noch verändere. Hier darf man echt die ganze Zeit den Hummeln zu sehen, ne? Echt schön. Die haben hier zu tun. Ja. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Das war ein hammerwichtiger Schritt, wieder hier zu sein. Das ist jedes Mal ein neuer Angang. Und das war jetzt gut. Jetzt kann man weitergehen. Ich habe ja nur noch sonntags als verlässlichen Tag, in der ich hier Ruhe finden kann. So an sich von den Gegebenheiten. Und es gab jetzt viele Sonntage, wo es geregnet hat. Wo es einfach nicht möglich war. Das war das eine. Das zweite, wenn man da in Depressionen steckt, vor allen Dingen schweren Depressionen, dann ist das so, man fühlt das hier alles nicht. Ich habe das heute auch schon gesagt. Ich fühle das alles nicht mehr so richtig. Ich bin jetzt auch blockiert. Ich kann mich so ein bisschen erfreuen. Alles, was ihr mitgekriegt habt. Das, was ich sonst an Natur verbunden habe, ist jetzt irgendwie voll gestört. Weil einfach ist zu viel los. Nach wie vor sehr belastend alles. Ich kann nur mein Bestes geben. Mich gibt es nur einmal. Jetzt muss ich mich wieder insgesamt zurückziehen. Habe für die Familie sehr viel gegeben, bis ich selber auf den Zahnfleisch ging. War aber aufgrund der Gesamtumstände nicht anders machbar. Muss halt irgendwann Entscheidungen treffen. Und das war pro Familie. Dennoch sind meine Kräfte dabei flöten gegangen. Mir ging es sehr schlecht. Die ganzen letzten Tage. Oh, ich brauche mehr Erbsen. Kommt der nächste Zug. Ich lasse ihn jetzt mal drauf. Ich habe keinen Nerv, wieder an auszumachen. So, ein paar Erbsen nehme ich noch mit, bevor ich hier abdampfe. Ja, das ist schon mal ein erstes gutes Gefühl. Wirklich eine sehr positive Sache.
ist echt alles voll. So habe ich mir das gewünscht dieses Jahr. Richtig cool. Ich hatte noch vor, noch mal welche in den Boden zu stecken, aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich zu spät. Ist nie zu spät. Einfach probieren. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ist alles chaotisch. Wer weiß. Wow, also hier gibt es viel zu entdecken. Also, das war jetzt, sage ich mal, so ein eingeschränkter Gartenrundgang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das nächste Mal mir so richtig Zeit lasse. Und wenn es ein Mehrteiler wird und wenn es irgendwie drei Teile werden oder so, aber mal so einen richtigen, ausgedehnten Mittsommer-Gartenrundgang, in dem man einfach mal sich wirklich reinfallen lässt. Das hat mich davon bisher abgehalten. Ich könnte jedes Mal eigentlich so 1,5-2 Stunden Gartenrundgänge machen. Wir haben jedes Mal ein tolles neues Erlebnis. Ihr kennt das von mir. Das ist jetzt, weiß ich gar nicht, Folge 253. Da gab es schon so einige, oder ist es schon 54? So einige Gartenrundgänge, die dann doch echt der Oberhammer waren. Also jedes Mal so Überraschungen, die Welt neu entdecken. Ich kann das jedem empfehlen. Geht irgendwie, oh, da kommt was. Geht irgendwie los und probiert es einfach und entdeckt. Ja, ich bin, glaube ich, gerade nicht so inspirativ, was das angeht, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt gerade. Ich habe einfach eine Pflanze entdeckt. Da hat mir jemand gesagt, das wird eine schöne rote Sonnenblume. Na, von wegen? Was hat er mir denn hier mitgegeben? Da sehe ich es gerade. Also, Sonnenblume wird das nicht. Dennoch ein sehr spannendes Pflänzchen. Ja, hier hinter mir durfte ich noch was entdecken. Nicht nur hier die Sonnenblume. Sondern hier vorne, da habe ich noch Zucchini. Voll gut. Ich glaube, die lasse ich noch ein bisschen wachsen und dann kommt das in die Auslage. Oh, und der hier, der Kletterspinat und so. Der hat der hier auch mal. Übrigens, der blüht wunderschön. Da sieht man ein bisschen die Ansätze. Ich komme da gar nicht hinter jetzt gerade da. Kommt schon wieder der nächste Zug. Also das ist echt untypisch und beschreibt einfach meine Welt. Egal, wo ich mir Erholung und Ruhe suche. Ich bin mit Zügen sonst nicht so, das ist nicht so mein Stressgebiet. Kann ich sehr gut mit um, weil ich mal in dem Bahnhof gewohnt habe. Das war immer sehr zuverlässig. Es kommt und geht und man hat definitiv gleich seine Ruhe. Anstatt, dass man hofft, dass irgendwo Lärm aufhört oder dass Rücksicht auf einen genommen wird oder so. Und das ist einfach, ich spreche jetzt allgemein, jetzt nicht nur von hier. Also die Erfahrung machen wir Menschen ja überall, für jene, die sensibler sind. Och, ist das schön. Doch irgendwie freudig. Es spiegelt sich nämlich gerade der Garten da. Jetzt sehe ich die Sonnenblume. Oh, schön. Okay. Das soll es gewesen sein. Ich melde mich wieder. Mehr geht gerade einfach nicht. Ja, aber so ein ausgedehntes Video, das glaube ich wäre richtig schön. Wow, hier ist richtig was los. Na, nochmal ein bisschen in die Goldrude gucken. Ne, da müsst ihr zurückspulen. Den Service gibt es gerade nicht. So, ich ziehe wieder ab. Ich kann nicht länger hier sein, das reicht. Jetzt hänge ich hier fest. Echt, jetzt ist die Tür zu? Was ist denn da los? Das ist mir auch noch nicht passiert. Oh je. So. Ja, für mich geht's nach Hause. Für euch. Keine Ahnung, ich komme gerade an den Lars nicht ran, der sonst da aus dem Herzen spricht. Depression gehört halt dazu. Das ist mein Bild, wenn ich in Depression stecke. Habt ihr meinen ganzen Rundgang mitgekriegt? Und dann könnt ihr das auch ein bisschen auf andere Gartenrundgänge vielleicht projizieren, kopieren, dass ich gar nicht so glücklich war, wie ich aussah. Oh wow, ich habe noch was entdeckt. Moment, kleiner Bonus. Cool.